Hallo, liebe Yu-Gi-Oh! GX Tekkos Evolution Freunde, willkommen zurück zu einem wundervollen Part, in welchem wir aus irgendeinem Grund sofort in dieser finalen Arena sind und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier passieren wird. Aber ich glaube, hier ist irgendjemand, der die Bestienkarten auferstehen lassen will. Ich glaube, es könnte insgesamt langsam das Finale des ganzen Spiels sogar werden, tatsächlich. Ich weiß, kaum zu glauben. Ist das der aus Earthbound? Shepard! Was ist das? Ist das für ein Roboter? Ja, das die Frage stelle ich mir auch. Ist das ein Duellantenroboter? Ist dieser Roboter gebaut worden, um sich mit uns zu duellieren? Und da steckt ein Typ in der Mitte drin, oder? Was ist das? Oh, es ist ein alter Mann. Hallo, alter Mann. Er ist fröhlich. Du bist das Kagemaru? Okay. Ich habe diese Schule gebaut. Jetzt bin ich zurück, um meine heiligen Bestienkarten zu holen. Okay, ist es eine Naruto-Storyline hier jetzt gerade? Kann das sein? Oder täusche ich mich? Ist es nur so ein Gefühl? Hey, ich weiß nicht. Was sagt was zu dir und die Schattenreiter? Alles mein Werk, das ist eine Naruto-Storyline hier. Ist der Duellantenkrieg jetzt dann ausgebrochen? 4 Jahre habe ich von den heiligen Bestien erfahren. Sie hat die Fähigkeit, ewig Lebens schenken können. Und die Weltherrschaft. Doch um diese schlafende Bestie zu wecken, braucht man die Energie mutiger Duellanten beim Kampf. Warum hätte ich sonst eine Schule hier bauen sollen? Oh, in Anführungszeichen eine Schule. Also es ist doch keine richtige Schule, ich wusste es. Ich brauchte einige Studenten mit genug Kampfgeist. Also hast du uns benutzt. Die Bestien sind jetzt zurück. Haben aber noch nicht ihre volle Stärke. Um perfekt zu werden, brauchen sie ein letztes Duell. Wenn du dich weigerst, versenke ich diese Insel im Meer. Oh nein! Und jetzt kämpf, Mogi! Wie es aussieht, kämpfen wir. Wie es aussieht, ist das das letzte Duell, bevor die Bestienkarten zum Leben erweckt werden, wenn sie es verlieren. Ich habe absolut keine Ahnung. Fucking Kagemaru. Ich weiß doch selber nicht mehr, was hier passiert. Ich hatte den Überblick schon lang verloren. Allerdings bin ich jetzt relativ gespannt, ob er so stark sein wird wie der fucking Banner, gegen den wir im letzten Part gekämpft haben. Brüllendes Phantasma. Phantasmatastisch, finde ich das schon fast. Oh, es ist 1 gegen 1 wieder mal. Oh mein Gott, 1 gegen 1, Leute. Warum war Zane dann bei mir? Aber gut, Kagemaru. Oh, ich kann mich wieder alleine duellieren. Mein Gott, wisst ihr, wie lange es her ist, seit ich zuletzt mal ein Duell alleine machen konnte? Ey, ich gebe euch einen Tipp. Ist ziemlich lange her. Gott, es fühlt sich so seltsam an. Vor allem, es gefühlt auch die Framerate jetzt wieder viel höher. Wollen wir jetzt selber Zwingsdrachen? Er ist eigentlich immer ein ziemlich angenehmer Zeitgenosse. Okay. Kagemaru LP. Ah, oh, Topf der Gier. Mit welcher Karte sonst sollte ein Feigling wie du sein Duell beginnen? Okay, was haben wir als nächstes? Okay. Unsere Karte können nicht verdeckt gesetzt werden. Okay. Dann werden wir wohl Monster nicht mehr verdeckt setzen, wie mir scheint. Was relativ gut ist. Es trifft sich für mich ziemlich gut, weil ich Monster sowieso nie verdeckt spiele, tatsächlich. So, wir zerstören einfach mal die... Was eigentlich ziemlich unnötig ist, weil ich den Cyber Phoenix da habe. Ja, schon besser so, schon besser so. Okay, greifen wir an. Wir sagen, mechanischer Jäger, greift das Fuckteil an. Ja, ein Monster spiel und zerstöre es. Aber Cyber Phoenix, du solltest mich doch davor schützen! Ja, jeder mein zweites Evolutionsgerät verwenden soll für ihn. Aber was soll's, 1200 Punkte Schaden. Ist ein solider Anfang, wenn ihr mich fragt. Ist ein solider Anfang. Oh, wandte Illusionen. Wenn du die Karte angreifst, werden unsere Pyth-Monster auf unsere Hände zurückgegeben. Oh shit, das ist ziemlich diabolisch, Alter. Wie kannst du sowas nur tun? Du Monster! Oh nein! Okay, wir haben Cyber Zwingsdrachen, wie mir scheint. Sehr schön. Ich kann leider die Riesentornade nicht spielen. Das ist relativ unschön gerade. Zuerst, wir machen Zwangsevakuierungsgerät. Und wir geben ihm seine Scheiße auf die Hand. Wobei, meine Karten sollten gegen Zauber- und Fallenkarten auf jeden Fall immun sein, dank dem Cyber Phoenix. Das bedeutet, wenn mich nicht alles täuscht, werden wir dieses Duell jetzt beenden. In Runde 5.
Na, die Elfenbox, was eine permanente Karte ist, zählt wahrscheinlich nicht in die Kategorie. Der hat einfach meine Angriffspunkte zu null werden lassen. Der Haufen Scheiße. Kann das jedes Mal machen, wenn ich angreife? Wenn meine Angriffspunkte wirklich immer zu null werden, ja eine Zahl. Echt? Zumal wenn ein Gegner. Wenn ein Monster auf der Spielfeldzeit des Gegners angreift, wirf eine Münze. Wähle Kopf oder Zahl, wenn du es richtig vorausgesagt hast, wird die Attikade des angreifenden Monsters während der Battleface zu null. Zahlen jeder Standby-Face 500 Life-Points. Alter. Das ist fucking nervig, was du da machst. Hör auf damit! Natürlich zahlt er die 500 Lebenspunkte. Du greifst mein. Nee, du greifst nicht. Hä? Ich war mir so sicher, dass er mich angreifen wird jetzt. Ich war mir so sicher. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann ich mit Kraftbündnis? Okay. Spielen wir Kraftbündnis. Spielen wir das Kraftbündnis. Chimera-Tech-Überdrache kann ich holen. Ja, wir opfern dich. Und dich scheinbar. Und dich. Dann holen wir ihn. Problem ist nur, ich kann jetzt nicht angreifen. Angriffsposition! Aber er ist ziemlich stark. Aber ich kann wirklich nicht angreifen. Denn sonst werden wir einige Probleme bekommen. Weil mir sonst einfach zurück auf die Hand gegeben wird. Au. War wahrscheinlich kein allzu guter Zug gerade. Ich bin sehr verwirrt, was der mit bezwecken wollte. Ja, wobei, ich war mir nicht sicher, ob ich dieses Hex-Fusionsteil von meiner Hand dafür verwenden muss. Für die Fusion, das war, glaube ich, der Grund. Ja, fuck, wir warten immer noch. Ich brauche auf jeden Fall was, womit ich seine Illusionswand irgendwie angreifen kann. Irgendein Monster, das ich dafür opfern kann. Aber wisst ihr was, je länger wir warten, also mehr Lebenspunkte verliert er durch seinen Schwachsinn dementsprechend. Eigentlich kein Problem mit. Und wir haben es gefunden. Problem ist, wenn der Cyber Phoenix jetzt noch. Müsste noch ein bisschen. Naja, wir haben nicht genug Angriffspunkte, um das ganze Duell jetzt schon zu beenden, aber. Weißt du was? Ja, ich bin die Scheiße. Diese Tornade. Und. Oder war es überhaupt? Ein Monster, das dieses Monster angreift, wird auf die Anzahl des Besitzes zurückgegeben. Für den Schaden breche ich nur normal durch. Ja. Ja, das wollen wir nicht machen. Genau das würde ich gerne verhindern. Fuck. So, genau deswegen. Dann bin ich eingegriffen. Chimera-Attack Überdrache. Greif direkt an. Okay, und dann hat der gute Kagemaru-LP noch geschmeidige 300 Lebenspunkte. Was übrigens nicht genug ist, damit er seine komische Schleimi-Box wieder spielen kann. Ja, da hat er sie weggeworfen. Zumindest nicht länger als eine Runde aktiv haben kann. Das ist nicht mehr möglich. Wundervoll. Entsprechend würde ich sagen. Greife an. Mein guter Cyber-Phoenix. Ernsthaft. Oh, komm schon. Wirklich. Wir greifen nicht weiter an mit ihm. Aber mit ihm greifen wir an. Schon. Ah. Wundervoll. Nächste Runde, mein Freund. Nächste Runde. Denn deine Karte wird jetzt entweder du zahlst weiter und verlierst oder sie wird weggelegt. Okay, sie ist weg. Drei weitere Karten. Okay, keine Mods mehr verdeckt, Verteidigungsposition. Das ist, ich denke, damit kann ich leben tatsächlich. Ich würde sagen. Shit. Ich will seinen Effekt eigentlich aktivieren. Ich will sagen, wir aktivieren seinen Effekt. Und zerstören das Monster. Schon! Nochmal Kopf! Kopf! Ja, fuck. Ich sehe schon, nicht jeder kann so viel Glück beim Münzwerfen haben wie der gute Kagemaru LP. Riesenkeim. Au. Oh, die werden in Angriffsposition gespielt. Okay, ich würde sagen, damit sollte dieses Duell gelaufen sein. Yes! Wir haben Kagemaru LP, wer auch immer das ist, besiegt. Ich habe die Serie immer noch nicht, sondern damals nicht so weit gesehen. Falls sie soweit. Ja, wobei es müsste wahrscheinlich noch Staffel 1 sein. Soweit müsste sogar noch Deutschland gelaufen sein. Ich weiß noch, in der letzten Staffel von GX, da passieren ganz andere crazy Dinge mit Halbkatzen, Jaden und so eine Scheiße. Ey, hab keine Ahnung. Hab's auch nicht so weit gesehen. Ich hab GX echt nicht so weit gesehen, fällt mir so auf.
Na, hahaha. Glaubst du, was geworden? Die Energie des Duells hat die Bestie wiederbelebt. Drei heiligen Bestien werden mir ewiges Leben geben und die Kraft, die Welt zu erobern. Ja, ja. Ich spüre die Macht, ich bin neu geboren. Da ist es nicht so gut gelaufen. Denke ich. Er ist wiedergeboren worden. Oh, und das ist er. In seiner Unterwäsche. Ach, das ist der Typ. Schicke Nase. Ja. Hahaha. Ich bin endlich neugeboren. Meine Jugend, meine Stärke. Meine Unterwäsche. Ich mag diesen neuen Körper, doch etwas fehlt. Aha, ich weiß, Moggy. Mir fehlt deine Seele. Lass uns unser Duell beenden. Wir haben unser Duell beendet und ich habe gewonnen. Ich habe das Gefühl, die bringen die Story nicht ganz so gut rüber, wie man das im Idealfall machen könnte. Ist das möglich? Ist das eine Möglichkeit? Vor allem wurden nicht die Bestien wiederbelebt und so. Ich stelle mir gerade die Frage, werden wir von den Bestien überhaupt noch irgendwas sehen oder werden wir das einfach ignorieren? Ich meine, jetzt ist er auf einmal scheinbar jugendlich geworden wieder. Er ist zurück in seine Jugend vom Körper her und ich kämpfe jetzt nochmal gegen ihn mit dem gleichen Deck. Cool. Dann werden wir das wohl machen. Fucking Kagemaru, LP. Oh, Schnappstahl und Überlastfusion. Na, natürlich spielt er wieder die Karte. Die spielt er jedes Mal. So, ich würde sagen, wir beginnen mit der Dimensionskapsel. Was immer eine schöne, schöne Karte zu haben ist. Und weil ich meinen Gegner kenne, holen wir uns auf jeden Fall eine Riesentronade. Und dann, Cyberdrache. Angriffsposition. Mechanischer Jäger. Angriffsposition. Und das Gute ist, dieses Mal muss ich Schnappstahl nicht mehr verdeckt spielen, in der Hoffnung, dass Zane es irgendwann einsetzen wird, sondern kann es tatsächlich auf der Hand behalten. Das ist eine ziemlich coole Sache. Natürlich wieder eine Karte in seiner Hand. Wie ein Kartentyp. Eine Fallenkarte. Ich hatte recht. Sollte das jetzt? Sollte man den Effekt von der Fallenkarte vielleicht mal durchlesen. Ich meine, der hat viele Fallenkarten im Deck. Das heißt, ich glaube, wenn man Jinzo hat, dann kann man Kagemaru LP ziemlich hart ausschalten. Kannst du den Effekt dieser Karte nur aktivieren, wenn der Gegner angreift? Dein Gegner wählt eine zufällige Karte in deiner Hand. Nenn deinen Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle. Falls der Gegner falsch vorausgesagt hat, kehrt das angreifende Monster auf die Hand seines Besitzers zurück. Oh, was? Das kommt jetzt jedes Mal, wenn ich angreife. Muss ich da was voraussagen? Ernsthaft? Die Karte hat sonst keine Nachteile oder so. Willst du mich verarschen? Falle. Ich meine, er hat ziemlich viele Fallkarten im Deck. Das macht das Ganze nicht ganz so anspruchsvoll. Aber trotzdem, was soll das denn? Das ist fucking nervig. Warum muss er nicht mal pro Runde Lifepoints zahlen, um die Karte gespielt zu erhalten? Hey, ich mit der MST ziehen? Ich hab keine Lust auf die Scheiße. Oh, raubender Goblin. Oh, jetzt wird's eklig gerade. Jetzt wird die Situation gerade unangenehm. Ich würde sehr gerne den Effekt dieser Karte aktivieren, tatsächlich. So, wir holen uns den Cyber-Zwillingsdrachen. Angriffsposition. Ansonsten würde ich sogar fast sagen, wir greifen noch gar nicht an. Das machen wir erst, wenn ich meine Riesentronade da habe. Sein könnte ich eigentlich noch einen ziemlich gewaltigen Großangriff vorbereiten, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, ich habe einen mystischen Raubtyphon gezogen. Das erleichtert halt sehr viel gerade. Tatsächlich. Ich grab mir einfach mal sein Monster. Angriffsposition. Dann spielen wir noch den hier. Und dann spiele ich die Riesentronade. Und damit mache ich den mystischen Raumtyphon. Und wir zerstören den Haufen Scheiße. Dann hoffe ich einfach mal, dass die eine verdeckte Karte nicht noch irgendwas Nerviges ist, weil wenn ich jetzt nochmal die Riesentronade spiele, dann wird der Riesenkeil wieder weg. Es war nicht gut durchdacht von der Reihenfolge her, gebe ich zu. Und es ist was schrecklich Nerviges. Fuck!
Aber wisst ihr was? Vollkommen okay soweit für mich. Natürlich greifen wir weiter an. Vollkommen okay. Ich meine, ist es nervig? Absolut. Absolut nervig ist es. Aber wir werden damit klarkommen. Ich meine, nächste Runde kann ich immer noch... Er wird nicht allzu viel gegen mich auf der Hand haben. Und für den Fall der Fälle hätte ich nächste Runde dann immer noch mystischer Raumtyphon. Und ich werde ihm diese Runde noch 2800 Punkte Schaden zufügen. Also insofern... Das sollte relativ gut ausgehen. Außer er macht irgendwas echt Ekliges und Nerviges. Aber ich glaube halt wirklich nicht, dass er sonderlich viel gegen meine Riesentornade machen kann. Ah, er bekommt 1000 Lebenspunkte. Frohe Weihnachten. Oh, gut gespielt, mein Freund. Gut gespielt. Problem an der Sache ist nur... Spielfeldseite oder dein Friedhof. Dann lass mich den nochmal eben spielen. Problem an der Sache ist nur... Ey, ich habe noch eine Überlastfusion. Ich hätte die Riesentornade davor spielen sollen. Shit. So, wir opfern ihn. Wir opfern ihn. Und dann noch ein paar andere. Und ich hoffe mal, dass das über 5350 Angriffspunkte sein sollten. Gib mir 5600! Komm schon, 5600! Komm schon! Ah, es sind immer 4800! Immer! Was auch immer. Riesentornade. Oh, es hätte noch so wenig gefehlt. Aber hey, 4800 Schaden ist 4800 Schaden. So, Kagemaru LP. Was ist dein Plan? Er hat nur zwei Karten gespielt. Vorhin hatte er drei liegen. Ha. Was ist seine letzte Trumpfkarte, die er da hat? Wir werden es herausfinden. Ich hätte gerne den Gatling-Gewehr-Drachen, ehrlich gesagt. So, greifen wir einfach mal an und sehen, was passiert. Wahrscheinlich irgendwas Ekliges. Oh, shit! Falle. Es sind immer Fallenkarten! Der ganze Stack besteht aus Fallenkarten. Du kannst mir... Ich habe jedes Mal Fallenkarte gesagt, das habe ich jedes Mal richtig. Deine Karte funktioniert nicht, wenn du nur Fallenkarten... Hat er echt ein Deck, das nur aus Fallenkarten besteht? Also so fast nur aus Fallenkarten kann das sein. Ja, er glaubt, sein größtes heißt Fallenkarten. Das ist ziemlich dumm. Ich meine, Fallenkarten waren und sind die besten Karten von allen, habe ich recht. Nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise. Möglich. Ja, das Bestchen könnte ich besiegt werden. Und so wurde die Welt gerettet. Oder nicht? Haben wir die heiligen Bestien jetzt besiegt? Ja? Nein? Ernsthaft, das war jetzt das Ende! Wie unspektakulär kann man noch werden? Oh Gott, du das nackte alter Mann! Oh, stimmt, ich bin nur ein alter Mann. Ich will nur, was jeder alte Mann will. Wieder jung sein und die Macht der heiligen Bestie zu bändigen, war der einzige Weg, den ich finden konnte. Oh, ich dachte, er wollte wieder jung sein und die Macht der heiligen Bestien bändigen. Ach so, ja gut. Du wolltest uns du hast gedroht, uns alle umzubringen, indem du die Insel versenkst, wenn wir nicht tun, was du willst. Aber klar, er ist ein guter Typ wahrscheinlich. Er hat seine Gründe gehabt, dass er uns alle umbringen wollte. Er wollte nur wieder jung werden, versteht ihr? Ich kann ihm natürlich absolut verzeihen und so werdet ihr das bestimmt auch machen. Ich sehe da kein Problem mit ihm und seht ihn euch an, er sieht doch vertrauenswürdig aus. Kannst du einem schwachen Mann seine Wahnvorstellungen verzeihen? Denke ich schon, dann kapierst du es nicht, Opa. Mit gestohlener Kraft kann man sich nicht wieder lebendig fühlen. Du musst deine innere Stärke finden. Ich kann nicht, dafür ist es zu spät. Es ist zu spät, komm, steh auf und versuch's. Fuck. Zen klebt immer noch am Arsch. Hey, sieh nur, ich stehe. Du hast Dragon Morgi hat mich beschwingter gemacht. Ja, total. Yay. Dieser Psychopath, der uns alle umbringen wollte und die Welt in den Untergang stürzen wollte. Yay, er ist jetzt einer unserer Freunde. Weil er gesagt hat, er wird es nie wieder machen. Und ich glaube ihm. Yay. Alles ist so gut gelaufen. Es könnte kaum besser laufen. Seid sie gut an diesem Penner. Du bist Was?
Das kaum erwarte. Ich hab Bock auf ein Duell. Alter, ich hab richtig Bock, Bastian. Was? Hey, Mori, duellier dich als nächstes mit mir. Ich bin kein Fan von diesem Cyrus Artwork. Das ist nicht Patrick, ich will mich zuerst mit Mori duellieren. Jobley. Warum waren die Porträts von Chumley und Cyrus in einem anderen Artstyle? So irritierend. Na, wenn sie jemanden duellieren darf, dann bin ich's. Chess. Oh Mann, alle wollen mich. Das ist ein komplett anderer Artstyle. Spielt doch wohl alle. Ich bin der Nächste, oder? Nein. Die Portion von deinem Gesicht war sehr seltsam. Großer Gott! Kommt, Kinder. Der Lehrkörper hat Vortritt. Sah nicht gut aus. Und du bist selber lebt, Moggy. Meinst du das ernst, Zane? Ach Gott. Vergesst mich nicht. Oh, Bastian, du bist ein Charakter, den man auf jeden Fall immer in Erinnerung behält. Dich wird niemand vergessen. Und der alte Mann hat kein cooles Artwork bekommen. Nein, ich bin dran. Moggy duelliert sich mit mir. Wir haben uns gerade eben nur zweimal duelliert. Diesmal kämpfe ich ohne Unterwäsche. Morgi, ich bin in 3 Monaten ein guter Duellant geworden. Du bist es. All diese Freunde sind der Beweis dafür. Und du hast immer noch unbegrenztes Potenzial. Verlier nie deinen Kampfgeist. Nein, duelliere mich. Ich bin's, der Chess. Das ist unfair. Ich will auch. Ich hoffe, diese Unterhaltungen werden jetzt noch ewig weitergehen. Ich bestimme meinen Gegner. Morgi tritt gegen mich an. Wisst ihr, das ist jetzt aktuell ein bisschen wie in dieser einen Rick and Morty-Folge. In der, fuck, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube, es waren irgendwelche Pheromone, die Rick über die Welt verteilt hat. Und dann waren auf einmal alle super heiß auf Morty. Und ich kann nicht anders, als mich an diese Situation gerade erinnert zu fühlen. In der aktuellen Situation. Das ist ziemlich beängstigend. Ihr werdet gleich zu Monstern und die Welt wird untergehen. Müssen wir wieder in eine andere Timeline gehen? Ja. Oh. Ist das jetzt das Ende? Oh shit! Karte Uria, der Herr der Reise in Flammen erhalten. Das sind übrigens die Bestienkarten, glaube ich. Harbon, der Herr des tosenden Donners. Raviel, Herr der Phantome. Ich glaube, Raviel war der einzige von denen, der nicht komplett scheiße ist. Die sind nicht so gut. Oh mein Gott, Leute! Wir haben die Duelle kennen wie gerettet oder so eine Scheiße! Seht euch die Lensflares an! Das ist High-Quality Videoproduktion. Oh shit! Oh, wir bekommen. Fuck, ich wollte gerade überlegen, ob ich die Credits skippen will. Ob wir es gleich beenden wollen, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt können wir mal die geilen Animationen sehen, die uns alle entgangen sind. Seht es euch an. Sogar der alte Mann im Tank hat Animationen gehabt. Das ist der Top-Quality-Shit, der uns... Das dunkle Mario-Männchen und Jinzo. Oh, die eine aus dem Kartenladen. Wir konnten die aus dem Kartenladen nie duellieren. Das ist die einzige Sache, die ich ein bisschen bereue. Aber ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal. Was ist denn Mundharmonika-Musik? Fucking seltsam. Oh, die Animation von dem Monster können wir sehen. Die Cyberdrachen hatten alle welche. Verschiedene Elementarhelden, ja. Na, macht Sinn soweit. Antriebssoldat. Oh, die Phantome! Die Ojama hat welche. Weiß nicht, was das Grüne da unten gerade war. Sah aus wie Yoda irgendwie. Ey, ich kenne die Monster gerade nicht. Oh, der eine Pharao. Ich kannte die meisten jetzt. Ich hab die nicht erkannt. Fuck. Oh, und das ab jetzt, ab jetzt wird's fucking langweilig in den Credits, oder? Ich meine, üblicherweise ist... Oh, da kommt die Exodia! Können wir das auch mal sehen, wundervoll. Ich meine, üblicherweise ist es so, dass man in den Credits bei einer derartigen Videoreihe ganz gerne das Spiel soweit Revue passieren lässt. Revue, wie auch immer. Spiel soweit... Nochmal reflektiert, was alles passiert, was wir gut fanden und was nicht, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, wir sind jetzt bei. Haben wir jetzt.
Du bist, glaube ich, jetzt bei Part 70 oder so sein. Ey, ich glaube, ich habe genug Worte über das Spiel verloren. Ey, muss ich mich nochmal rechtfertigen? Eigentlich ist das Spiel echt richtig crappy. Ich denke, das ist der Punkt, auf den wir uns alle einigen können. Aber irgendwie macht es auch Spaß, aber es ist eigentlich echt nicht gut. Ist echt nicht so gut gemacht. Oh Gott. Wir haben solche Spiele, liebe Leute. Jetzt will ich auch noch kurz schauen, was passieren würde, wenn ich auf Fortsetzen oder dergleichen gehe. Fortfahren. Systemdaten laden. Ja, klar. Was soll ich sonst mit meinen Daten machen, außer sie laden? Erklär mir das, Professor. Story-Modus. Okay, jetzt kann ich dann jeweils von einem der Teile starten und da dann meinen Schrott machen. Dann könnte ich dann neue Booster-Packs freischalten und neue Duell-Tech-Turnier-Partner für mich gewinnen, womit man dann noch mehr neue Booster-Packs freischalten kann und sowas. Aber, wisst ihr was? Tatsächlich gehört das nicht unbedingt zu den Dingen, die ich jetzt noch machen werde oder machen will. Aber es gibt eine Sache, die ich noch ganz gern machen würde. Und das ist, wir werden mal im Titelbildschirm warten, denn tatsächlich, ich glaube, wir haben uns das Intro nie angeschaut. Und das würde ich doch ziemlich gerne jetzt noch sehen. Ansonsten, hey, wir haben das Spiel tatsächlich noch durchgespielt. Hättet ihr jetzt gedacht? Fuck, wir hatten ziemlich lange Pause zwischendrin. Aber seht ihr, ich hab's durchgespielt. Ich hab's durchgezogen. Und das war meine Argumentation soweit. Warten wir auf das Intro. Ah, da kommt gerade ein Random-Duell. Das will ich mir jetzt nicht anschauen. Kann ich das gerade nicht wegklicken, sehe ich das richtig? Ich kann es nicht wegklicken. Okay, wisst ihr was? Intro ist gecancelt, wir werden es nicht anschauen. Es sind ein paar crappy Karten durch die Gegend geflogen. Ich glaube, das Spiel ist gerade abgestürzt, hier passiert nämlich nichts mehr. Ja gut, dementsprechend würde ich sagen, wieder mal ein guter Beweis für die Qualität dieses Spiels hier. Und die Ladezeiten, hätte man wahrscheinlich insgesamt auch 10 Parts ausgemacht im Großen und Ganzen. Das war ziemlich aufregend. Jetzt habe ich es geskippt. Okay, wisst ihr was? Nein, jetzt warte ich doch noch auf das Intro. Ist mir egal, ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt noch kommen könnte. Oh mein Gott, Leute, das ist Konami-Logik. Ich glaube, jetzt kommt das Intro nochmal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja! Yeah! Sehen wir uns das Intro an. Rein. Schauen wir es uns an. Das ist scheiße. Seht ihr die hohe Auflösung? Das ist PlayStation 2. Kennt man nichts. Oh mein Gott, das Intro ist scheiße. Kaum zu glauben, dass ich mir das soweit nicht mal angeschaut habe. Diese Ingame-Animationen. Hey, das Donzer Luke, hat der eine Pistole gerade gehabt? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Ah, das ist ja eine Karte von Alexis. Ich hätte schon gedacht, wir können... Warte mal, warum sieht man hier eigentlich alle Duellanten, die ganz am Ende erst auftauchen? Oder so hauptsächlich die alle? Die tauchen erst ganz am Ende vom Spiel auf! Warum tauchen die so viel im Intro auf? Das ist verwirrend. Ich weiß nicht, was ich von der Musik aktuell halten soll. Sie klingt echt ziemlich schrecklich irgendwie. Schicke Duelist, Lady. Da ist die eine Kreatur. Da ist der Gelbe. Da ist die andere Wunderbestie. Welche... Boah, sieht halt so scheiße aus. Welche nicht wirklich... Sondern nicht relevant für die Story waren tatsächlich. Oh Gott! Und da war die Kartenlady im Dunkel der Magiermädchen Cosplay. Das heißt, Scheiß, dafür sind wir hier. Gut, liebe Leute, ich will sagen, wir haben das Intro gesehen. Wir haben alles von dem Spiel gesehen. Wir haben es durchgespielt. Ja, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und gute Nacht.